Konstanze muss ich jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen, ich mache es trotzdem, ist Informatikerin aus Berlin. Bis April 2011 hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft unter Leitung von Professor Wolfgang Keu gearbeitet. Seit diesem Jahr leitet sie dann eine Forschungsgruppe am Institut für Kultur und Informatik an der HTW Berlin. Publiziert und hat 2011 das Buch gemeinsam mit Frank Rieger erarbeitet und herausgegeben, Die Datenfresser, sehr zu empfehlen, ich habe es schon gelesen. Und Konstanze ist ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs und auf Vorschlag der Fraktion Die Linke Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Wir haben uns so verständigt, nach Konstanze redet dann Robert und erst danach, also wenn beide gesprochen haben, würden wir hier Nachfragen, Bemerkungen zulassen, damit sozusagen auch beide wirklich dazu kommen, ihr Eingangsstatement hier vorzutragen und uns was mit auf den Weg zu geben für die Konferenz, aber auch zur Diskussion. Ja, vielen Dank. Karina, ist Mikro an? Ich habe mir natürlich überlegt, was will ich als Eingangsstatement eigentlich sagen? Und angesichts der aktuellen Entwicklung um die Frage der Vorratsdatenspeicherung hätte sich jetzt eigentlich angeboten, so ähnlich wie Halina schon eben sagte, mal so ein bisschen auf der SPD rumzuhauen. Aber ich habe mich eigentlich entschlossen, mich doch eher dem übergeordneten Thema zu widmen, was auch den Namen der Konferenz gibt, nämlich die Frage Netz für alle. Und ich verstehe diese, ja so ein bisschen auch die Forderung Netz für alle eher als eine Frage danach, haben wir hier ein Recht auf Dabeisein, auf Mitmachen? Denn ich glaube, gerade im Kontext der Linken sollte man sich fragen, die ganzen Debatten, die man führt, sind eine Teildebatte, nämlich nicht für die Leute, die noch gar nicht richtig mitmachen dürfen. Und diesen Fragen will ich mich mal kurz widmen und beziehe mich zum Anfang auf eine Umfrage der BBC. Die hat in Europa, in 26 Ländern, 27.000 Leute befragt, ob sie meinen, dass dieses Internet eigentlich ein Grundrecht sei. Und zu meiner Überraschung haben 80% gesagt, ja, sie finden, diese Grundversorgung mit Internet sei ein Recht, was jeder haben sollte. Ich finde die Zahl deshalb bemerkenswert, weil die Quote derjenigen, die aktiv im Netz mitmachen, in Europa nicht mal bei 80% liegt. Insofern glaube ich, dass das eine Forderung ist, die sich vielleicht auch gerade die Linke auf die Fahnen schreiben könnte. Wir sehen andere Länder in Europa, die da Vorreiter sind. Beispielsweise Finnland, die seit Juli letzten Jahres bereits eine garantierte 1 Megabit Bandbreite haben, die sie allen Bürgern garantieren und sogar noch einen draufsetzen, nämlich per Grundrecht 2015 allen Bürgern 100 Megabit garantieren. Sogar, also nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, da sollte wohl gerade auch Deutschland als Vorreiter nicht allzu doll hinterherhinken. Aber wir haben einen Mitstreiter. Wir hatten ja den etwas anderen Innenminister, der mittlerweile durch Herrn Friedrich ersetzt wurde, nämlich Herr de Maizière, der hat doch bemerkenswerterweise in seinen netzpolitischen Thesen die Idee schriftlich hinterlassen, dass der Staat Verantwortung dafür hätte, dass alle Bürger Zugang zum Netz haben. Und zwar nicht nur in der Stadt, sondern natürlich auch in den Gebieten, wo der Ausbau nicht eben wirklich ökonomisch für die kommerziellen Anbieter sind. Also das heißt, wir haben Mitstreiter. Jedenfalls hier ist nicht. Das heißt, ich sehe diesen Zugang zum Netz natürlich nicht als ein Luxusgut, sondern eher für eine Notwendigkeit. Und dann habe ich mir mal angesehen, wie sieht denn die derzeitige Rechtsprechung in dieser Frage aus? Das ist ja immer ganz interessant, mal bei den Juristen zu schauen, weil die ja doch eigentlich immer Gesamtkontexte, wenn man sich Urteile ansieht, ganz gut einschätzen. Arbeitsgerichtlich etwa ist der Zugang zum Netz an allen Arbeitsplätzen durchgängig durch die verschiedenen Gerichte gegeben und wird als Selbstverständlichkeit angenommen und darf auch gefordert werden vom Arbeitnehmer. Anders sieht es aber aus in der Sozialgesetzgebung. Also hier gibt es viele Urteile, ich habe mir mal ein paar notiert, das Landessozialgericht Essen im April letzten Jahres, das Landessozialgericht München im Januar letzten Jahres und etwas abweichend das Landessozialgericht Celle. Aber alle drei haben in dem Tenor gesagt, nein, ein halbwegs neuzeitlicher Computer und ein Internetanschluss sind heute keine Informationsgrundversorgung. Anders also als ein Fernseher und anders als ein Radio. Das heißt, Unterschichtenfernsehen gehört zur Grundversorgung, aber das Mitmachen und das Aktivwerden im Netz nicht. Das finde ich natürlich eigentlich einen Skandal. Und wenn die Gerichte nach der Gesetzgebung, wie sie existiert, so urteilen,
denke, da muss man fordern, dass die Gesetzgebung anders wird und dass natürlich irgendwie sowohl der Rechner wie auch der Internetanschluss Teil der Informationsgrundversorgung werden. Aus meiner Sicht ist das überhaupt keine Frage. Wir können uns betrachten. Hausaufgaben in der Schule kann man, glaube ich, nicht mehr machen ohne Netz, jedenfalls in den wenigsten Fällen. Wir können uns fragen, kann man noch studieren ohne einen Internetzugang und Computer? Meine Antwort ist ganz klar, nein. Natürlich können wir uns fragen, kann man sich überhaupt bewerben? Also wenn man in einer prekären Situation ist, kommt man überhaupt ohne den Zugang zum Netz raus aus der Situation? Meine Antwort ist eigentlich auch nein. Also es gibt fast keine Bewerbungen mehr, die irgendwie in Offline-Medien passieren. Die ganze Ausschreibung und Bewerbung passiert online. Insofern ist natürlich sind diese Urteile der Landessozialgerichte eine Zementierung der Verhältnisse, wenn man sozial unterprivilegiert ist. Und ich finde, da müssen wir ran. Es gibt einen kleinen Unterschied. Das Landessozialgericht Celle hat sich zumindest durchgerungen, für Schüler diese Informationsgrundversorgung für einen PC und einen Internetanschluss zu sehen. Das heißt, wir sehen vielleicht auch einen gewissen Umschwung in der Gesetzgebung. Aber da muss man ran, denke ich. Wenn man sich das so überlegt und sich die Gesetzgebung ansieht und die Rechtsprechung ansieht, dann muss man sich natürlich auch fragen, wie passt das eigentlich zusammen mit diesem modernen Online-Staat, der uns da so verkauft wird, mit dem elektronischen Personalausweis, den Bürgerportalen, mit all diesen vielen elektronischen Projekten oder auch der Frage Steuereinreichung per Elster oder die Digitalisierung bei der Arbeitsagentur und all diese Fragen. Natürlich überhaupt nicht. Insofern muss man natürlich auch für all die Projekte und im Zusammenhang mit diesen digitalen Projekten werden natürlich auch die Sprechzeiten in den Bürgerämtern und so weiter verkürzt, muss man gemeinschaftlich sehen. Insofern kann man natürlich die Projekte, die die Bundesregierung in den letzten Jahren so angestoßen hat, als Grund und Argumentation hernehmen, um weiterhin zu fordern, dass ein Internetzugang und ein Rechner natürlich eine Grundversorgung sein sollten. Und ich will natürlich auch nicht vergessen, hier geht es natürlich um ziemlich fast Menschenrechtsfragen, nämlich nach der Presse- und Informationsfreiheit. Also es geht natürlich auch nicht immer nur um diese handfesten alltäglichen Dinge, sondern gerade mit Blick auf den Maghreb, Herr Ramalou hat es ja angesprochen, da muss man natürlich sehen, dass es ganz grundlegende Rechte sind, die wir hier brauchen und für die wir natürlich in der ersten Welt auch Vorreiter sind. Wir sehen einen anderen Weg, also wenn man jetzt sich hinstellt und vielleicht auch ein bisschen idealistisch fordert, das sollte ein Grundrecht sein, dann sehen wir natürlich, dass die Ordnungspolitiker auf der anderen Seite ganz, ganz andere Wege gehen. Das Stichwort ist hier Hadoopi und Three Strikes. Also die Frage, ob man nicht gerade den gegenteiligen Weg geht und sagt, also die uns etwa in Fragen von Urheberrechtsverstößen auffällig werden, die koppeln wir vom Netz ab. Das heißt, es gibt sogar eine gegenteilige Richtung zu sagen, die Bestrafung des Entzugs des Netzes wird wieder diskutiert und wird aus meiner Sicht auch hoffähig. Und ein kleines bisschen SPD-Bashing muss ich mir hier doch erlauben. Ich möchte erinnern an die filmpolitische Sprecherin der SPD, Angelika Krüger-Leisner, die tatsächlich sagte, dass dieses Three-Strikes-Modell und die Frage, ob man jemandem Netz entziehen müsste, eine Art ordnungspolitisches Muss sei. Ich möchte noch mal erinnern, dass sie die filmpolitische Sprecherin war. Insofern wissen wir, wo der Wind herweht. Ich habe noch mal geguckt, was eigentlich in den letzten Jahren Bundesverfassungsgericht zu der Frage gesagt hat, ob wir ein Recht auf Internet haben. Zu meiner zumindest leichten Enttäuschung, ich neige ja zu so einem gewissen Verfassungspatriotismus, versuche den aber zu überwinden, hat das Gericht sich dazu nicht sehr deutlich geäußert. Es gibt eine interessante Aussage im Urteil zur Online-Durchsuchung vom 27. Februar 2009. Da hat das Gericht gesagt, und ich zitiere mal, Netzzugang sei für große Kreise der Bevölkerung mehr und mehr der Normalfall. Und das ist schon mal ein ziemlich großer Schritt für das Gericht. Das ist ja das Urteil, wo uns das Verfassungsgericht ein neues Grundrecht explizit geschenkt hat, nämlich das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Und ich denke, hier könnte man auch rechtsdogmatisch ansetzen. Und wir sollten also die jungen Juristen, die ja zu Tausenden von Universitäten abgehen, auch dazu auffordern, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt mittlerweile schon eine ganze Menge Arbeiten zu der Frage, ob wir ein Recht im Netz brauchen, wie man das technisch und wie man es natürlich auch sozialpolitisch begründen kann. Da wünsche ich mir natürlich ein bisschen mehr. Und meine Forderung wäre explizit nicht, dieses Grundrecht in die Verfassung zu schreiben, sondern die Verfassung entsprechend auszulegen, wie es sich, glaube ich, für ordentliche Juristen auch gehören würde. Ein zweiter Aspekt der Frage Netz für alle, die sich mir dann so stellte beim Nachdenken über diese Konferenz und wenn man so auch über die Panels guckt, die heute alle kommen. Was heißt denn das eigentlich Internet? Was meinen wir denn eigentlich mit Netz für alle? Nun kann man sich fragen, was ist Internet?
Klar, also zunächst mal sind alle Dienste, die irgendwie auf TCP/IP basieren, also paketvermittelte Kommunikation und beileibe nicht www, aber ich denke, das werden die meisten hier mitbekommen haben. Und da kommt natürlich für mich die sogenannte Netzneutralitätsdebatte ins Spiel, gar keine Frage. Denn wir müssen uns auch fragen, was für ein Netz kriegen wir denn und überlassen wir da quasi dem Markt die Regulierung. Ich denke, wenn man sich die Förderungszahlen ansieht, die so ungefähr in den letzten, na nicht ganz 10 Jahren, um ein bisschen über 40 Milliarden liegen, was den Ausbau betrifft der Netze, so sind dann diese Subventionen für die großen Provider überhaupt keine Regeln angeknüpft, die diese Netzneutralität betreffen. Netzneutralität ist ja ein Konzept, dass man also sagt, es ist ein diskriminierungsfreier Zugang zu dem richtigen, rohen Internet, ohne dass jemand aufgrund von Inhalten filtern, blockieren oder diskriminieren darf. Es gibt dafür keine Regeln. Die Subventionen für den Ausbau, die dankenswerterweise ausgeschüttet werden, denn klar, gerade in unökonomischen Gegenden muss man nicht weiter fördern und auch in den kommunalen Projekten, die mit etwa nochmal 5 Milliarden gefördert werden, sind trotzdem keine Regeln dran gebunden. Ich denke, da müssen wir ran und wir müssen das fordern, denn auch wenn wir heute sehen, Behörden und Gesetzgebung sind derzeit nicht wirklich strukturprägend für das Netz. Dennoch sehen wir natürlich schon die Ungleichheiten, die durch den Drang danach mit den Netzen, gerade durch die Kommerzialisierung mehr Geld zu verdienen, dass die jetzt passieren. Wir haben die ersten Fälle von Brüchen der Netzneutralität hier in Deutschland und darüber hinaus in Europa und in den USA. Da müssen wir, denke ich, jetzt reagieren, sonst würde es zu spät sein. Fragt man sich vielleicht, was sagt die aktuelle Regierung dazu? Dazu kann man einen Blick in den Koalitionsvertrag werfen. Das hat mich schon damals zum Fazialpalmieren gebracht, als der rauskam. Da steht nämlich ganz klar drin, dass der Markt es schon regeln wird, also nach der Devise. Und wie es ein Markt überhaupt regeln soll in einem Markt, der ein oligopolistischer oder monopolistischer Markt, das ist mir schleierhaft. Ich gehöre nicht zu den Marktgläubigen, wie hier wahrscheinlich niemand überraschen wird. Aber insbesondere im Festnetzmarkt, wo wir ja immer noch eine monopolistische Situation haben, anders als im Mobilmarkt, sehe ich natürlich überhaupt keine Möglichkeit, wie der Markt das regeln sollte, wenn der Staat hier nicht eingreift. Und wäre auch eine klare Forderung, die ich da hätte. Denn Fragen der Presse- und Informationsfreiheit hat noch nie der Markt geregelt. Und auch Fragen der Kunst und Kultur. Und darum geht es ja, wenn wir über die Netzneutralität und die Inhalte reden. Und schon gar nicht Fragen der Bildung und Wissenschaft sollten über den Markt geregelt werden, sondern da brauchen wir natürlich für die großen Player, die uns schließlich das Netz nach Hause liefern und in die Universitäten, ganz klare Regeln. Denn aus meiner Sicht ist es ja nicht nur ein Recht auf Dabeisein, sondern natürlich auch ein Recht auf Mitmachen und ein Recht auf freie Entfaltung. Und da gehört natürlich aus meiner Sicht die Netzneutralität ganz deutlich dazu. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Viele haben es jetzt schon gehört, es gibt eine neue Technik, die seit jetzt, naja, 3, 3,5 Jahren praktisch in sehr vielen Netzen benutzt wird. Das ist DPI, die Deep Packet Inspection. Das heißt, wir haben derzeit die technischen Möglichkeiten, jedes einzelne Datenpaket, was so durch die Netze schwirrt, hineinzuschauen und den Inhalt zu analysieren und nach den Kriterien, die der DPI-Betreiber hat, diese Datenpakete zu filtern, zu blockieren, zu diskriminieren oder auch einfach durchgehen zu lassen. Hier brauchen wir ganz klare Regeln. Wir brauchen vor allen Dingen auch im Bundestag, und ich denke, die Linke kann natürlich zum Beispiel im Wege der Kleinen Anfrage da eine ganze Menge erreichen. Wir brauchen eine Offenlegung, welcher der Provider welche DPI-Techniken hat und ob das überhaupt rechtmäßig ist, so wie es heute schon praktiziert wird. Und natürlich brauchen wir auch Regeln für die Zukunft, denn wahrscheinlich auch niemand überraschen, dass ich mir das Netz für alle und das netzneutrale Netz als ein Netz ohne Überwachung vorstelle. Und DPI ist auch eine ganz klare Überwachungstechnik, wenn man ja direkt in die Inhalte der Datenpakete reinguckt. Ich hatte versprochen, nicht so lange zu reden. Ich will vielleicht zum Schluss noch eine andere Anmerkung machen, die mir wichtig ist. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, in Moskau mit Aktivisten und politischen Aktivisten zu sprechen. Wir haben uns darüber gestritten, was die Rolle der Hacker in der Zukunft und in der Gegenwart eigentlich ist. Und bei den Gesprächen dort ist mir natürlich aufgefallen, wie viele von den politischen Aktivisten dort, aber nicht nur dort, sehr stark auf die Gesetzgebung, auf die politischen Streits und auch auf die Urteile des Verfassungsgerichtes gucken, die hier in Deutschland passieren. Die häufigste Frage, die ich auch nicht nur in Moskau, aber auch anderswo oft höre, ist, gibt es zum Beispiel Übersetzungen?
das Vorratsdatenspeicherungsurteil, das Urteil zur Online-Durchsuchung, auch bei den Wahlcomputern, gibt ja viele Themen. Und wir haben auch gleich ein Projekt angestoßen, diese Übersetzung zu machen. Denn wir sollten nicht vergessen, dass wir in der ersten Welt Vorreiter sind für viele Länder. Wenn wir jetzt nach Nordafrika gucken, dann sollte uns bewusst sein, dass die Regelungen, die wir hier schaffen, sowas wie Hadopi oder Three Strikes in Europa, natürlich auch den Despoten in diesen Ländern einfach mal Wasser auf die Mühlen sind. Und insofern habe ich in Moskau natürlich eine gewisse Demut gelernt und wir kämpfen hier nicht nur für unser Freiheitsnetz und schon gar nicht für irgendwelche Web 2.0-Klicker, sondern wir kämpfen hier am Ende für eine Zukunft der Infrastrukturen, die wir noch beherrschen können und wo wir die Regeln machen und nicht die kommerziellen Konzerne. Vielen Dank.